Am 17. Dezember wurde in Ampfelwang der Tag der Begegnung abgehalten. Dieser wurde vom Verein Ampfelwang Hilft organisiert. Der Verein wollte an diesem Tag eine Begegnung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, Kindern und Erwachsenen herbeiführen. Auch hatte diese Veranstaltung den Zweck, Spenden für die Flutopfer von Tirol und Licht ins Dunkel zu sammeln. Der Hintergrund war, dass der Obmann Josef Bachmann schon lange überlegt hatte, wie man für soziale Zwecke Spenden sammeln und bei dieser Gelegenheit auch Behinderte mit Nichtbehinderten zusammenbringen kann. Durch die Vereinsgründung wurden die Weichen für dieses Fest gestellt. Danach ging es an die Vorbereitungen. Es gab bei diesem Fest einen traditionellen Adventmarkt, eine Tombola und ein Schätzspiel. Für die weihnachtliche Stimmung sorgten die Kinder der Volks- und Hauptschule mit dem Stück Der Weihnachtsklumpen und der Baumwollfaden, traditionellen Weihnachtsliedern und Liedern, passend zum Tag der Begegnung. Auch der Chor, Melodies und der Männergesangsverein gaben weihnachtliche Lieder zum Besten. Im Turnsaal der Volksschule spielte der Versehrtensportverein Adnang Vöcklerbruck gegen Spieler aus Ampfelwang Tischtennis. Gegen Zams gab es ein Sitzballturnier und der Versehrtensportverein Altenhof zeigte den Besuchern beim Boccia-Spielen ihre Leistungen. Ein ganz besonderer Anziehungspunkt war der Fußmaler Günter Holzapfel aus Bayern. Er malt seine Ölbilder mit den Füßen, da er spastisch gelähmt ist. So mancher kam öfter vorbei, um seine Malfortschritte zu bewundern. Die Cool Ranch Line Dancers führten einen Lichtertanz und andere Tänze zu weihnachtlicher Musik auf. Zu einer Autogrammstunde kamen drei WM-Feuerwehren aus Weg, Tragwein und Frankenburg. Das darf sich auf der Zunge zergehen lassen. Dürfte mit ein Grund sein, dass die Oberösterreicher sehr erfolgreich sind, dass sie Füßer. Auch der mehrfache Para-Olympics-Gewinner Dr. Christoph Etzelsdorfer hielt eine Autogrammstunde ab. Thomas Hammerschmidt schenkte seine Freizeit der Sache und moderierte die Veranstaltung. Wie man es vom ORF gewohnt ist, stellte er sich in den Dienst der guten Sache mit dem Moderator Michael Obrist und indem er für diesen Tag Werbung machte und zu dem Fest kam, um zu filmen. Es gab auch eine Sonderbriefmarke vom Tag der Begegnung zu kaufen, deren Erlös ebenfalls dem guten Zweck diente. Die Kinder, die den Tag der Begegnung begleiteten, waren Lisa Kinnerst, Tobias Greifeneder und Lukas Itzinger. Lisa Kinnerst wurde durch eine Losentscheidung von Schülern mit Lauter sehr gut zu diesem Fest ausgewählt und ist 13 Jahre alt. Tobias Greifeneder, auch 13 Jahre alt, ist seit seiner Geburt Spastiker und ein sehr lebens- und unternehmungslustiger Junge. Der Dritte im Bunde,
Lukas Itzinger ist 10 Jahre alt und hatte sich schon sehr darauf gefreut, das Friedenslicht nach Ampfelwang bringen zu dürfen. Leider konnte das Friedenslicht nicht wie vorhergesehen mit dem Hubschrauber eingeflogen werden, da der starke Wind und der Schneefall dies verhinderten. Eine Berchtengruppe, die sich Teifepass nannte, waren auch gekommen. Aber sie verbreiteten keine Angst unter den Kindern, da sie sehr nett waren. Wir hoffen, dass dieses Fest dazu beitragen konnte, Behinderte und Nichtbehinderte in dieser Veranstaltung zusammenzubringen und vielleicht entstehen auch neue Freundschaften daraus. Behinderte sind Menschen wie du und ich und wollen auch so behandelt werden, egal ob es Kinder oder Erwachsene sind.